Zug Arbeitsvermittlung, Anna Grüß-Götz. Hallo. Hallo. Ist da die Ruckzuck Arbeitsvermittlung? Ja, genau, da bist du richtig. Wer ist denn dran? Ich heiße Nils. Also, pass auf, wir wollen unsere Mama ruckzuck loswerden. Ihr wollt eure Mama loswerden? Ja, der Papa und ich, die kann sauber machen zum Beispiel. Oder kochen kann sie auch, aber sie muss halt mal raus jetzt. Aha. Weil immer wenn wir Fußball gucken wollen in Ruhe, Aha. Dann fängt die an und macht sauber. Ach so, also braucht sie es nur über die WM quasi zum Arbeiten, oder, dass sie weg ist? Ja, das wäre schön, so vielleicht bis zum Finale, je nachdem wie lang Deutschland kommt. Bis zum Finale, also je nachdem wie weit Deutschland kommt. Ja. Vielleicht kommen sie bis ins Finale, oder? Wie? Na, also ich denke mal schon, aber die Mama, die nervt halt total. Die nervt total? Ja, du kannst sie auch kostenlos haben, wenn du willst. Ich kann sie kostenlos haben. Hast du mit der Mama schon mal drüber geredet? Oder was sagt denn der Papa dazu? Der Papa ist auf meiner Seite. Der Papa sagt, das ist in Ordnung. Ja, der würde dir sogar vielleicht noch Geld geben. Der wird mir noch Geld geben. Sag da. Guck mal, immer wenn der Fernseher angeht, kommt die Mama mit dem Staubsauger. Ach so, mag die Fußball nicht, oder? Nein. Mhm. Wenn abends das Spiel läuft, dann muss sie ja abends auch arbeiten, oder? Das wäre dann ganz in Ordnung, oder? Weil da hat der Papa gesagt, da ist noch viel schlimmer. Aber wenn abends das Spiel ist und ich bin schon im Bett, dann auf einmal will sie plötzlich ein Schwesterchen machen. Ja, dann will sie ja Schwesterchen auch noch machen. Ja. Aha. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir die, da können wir schon was machen. Ne? Aber also du musst sie wieder zurückgeben, wenn es vorbei ist. Ja, also wenn, dann brauche ich sie nur bis zum Finale. Ja? Genau. Machen wir das so. So, dann hol sie mal fix ab hier. Ich soll sie abholen direkt. Ja, direkt bei Antenne Bayern. Tschüss, Jan.